Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, kleinen, knackigen, feinen, sehr schönen Ausgabe des Rick Future Podcasts. Ich bin Tim und ihr fragt euch vielleicht, ja, warum wird denn die Ausgabe so schön? Was hast du denn mitgebracht? Naja, gut, vielleicht habt ihr auch in den Titel geguckt und freut euch jetzt schon. Ja, es ist soweit. Wir haben wieder neue Veröffentlichungen für euch. Und, tada, ein konkretes Datum dazu. Wir sagen euch jetzt genau, wann die nächste Folge erscheint. Folge 16 von Rick Future mit dem Titel Piratenehre. Der erste Teil der Piratentrilogie, in der Garlands Geschichte mit Vago, seine ganze Hintergrundstory, erläutert wird. Ja, diese Folge, ihr werdet es nicht glauben, die erscheint am 1. Mai 2023, dieses Jahr noch. Gar nicht mehr so lange hin. Oh, ist das schön, oder? Oh, lasst uns mal dieses Gefühl zusammen genießen, das ist ja großartig. Wir haben wirklich mal wieder eine Veröffentlichung für euch. Es ist so schön. Für euch bedeutet das, alle Leute, die den Podcast hören, die kriegen die automatisch geliefert. Ihr könnt die Folge dann aber auch auf der Website von uns runterladen und auf YouTube wird sie auch sein. Keiner von euch braucht also Angst haben, irgendwas zu verpassen. Ihr werdet auf jeden Fall mitkriegen, wenn die neue Episode dann rauskommt. Bis dann die nächste reguläre Episode erscheint, die Folge 17, der Geist des Meeres, soll es keine Wartezeit geben, wo nichts passiert für euch. Die Wartezeit soll nicht langweilig werden, sie soll hoffentlich auch nicht so lang werden an sich. Wir haben schon vorproduziert, aber ein bisschen Zeit brauchen wir schon noch, bis dann die Episode erscheint. Diese Zeit soll euch versüßt werden durch ein paar Veröffentlichungen am Rande, so kleine Extras. Was das genau ist, verrate ich an der Stelle noch nicht, außer dass es vielseitig wird. Wir haben da einiges für euch im Köcher, was spannend wird. Und ja, dann könnt ihr hoffentlich die Zeit sehr genießen und die Folge 17 dann umso freudiger erwarten. Es wird nicht langweilig für euch, das sei versprochen. Rick Future geht's also gut, uns im Team geht's gut, es geht weiter. Und die Staffel 4, das ist ja auch eine ganz häufige Frage von euch, wann geht's denn mit Staffel 4 weiter? Die wird auch definitiv kommen. Da bin ich deswegen so sicher, weil einiges schon feststeht. Zum Beispiel steht das Skript fest für Folge 19, 20 und 21. Ja, drei Episoden sind schon fertig geschrieben und jetzt geht's noch weiter. Folge 19 ist fertig aufgenommen, Folge 20 ist fertig aufgenommen und Folge 21 ist fast fertig aufgenommen. Die Aufnahmen sind im Kasten. Wir haben sogar schon angefangen zu schneiden. Ja, auch da sind schon die ersten Schritte gegangen. Es wird also auf jeden Fall die Staffel 4 kommen. Es wird richtig cool und die Zeit bis dahin kriegen wir zusammen sehr gut rum. Lasst uns zusammen die neuen Veröffentlichungen feiern. Dass es wieder was Neues gibt, ist für uns so schön. Wir wollen das mit euch teilen und wir freuen uns, dass ihr uns so toll unterstützt habt in der letzten Zeit. Auch wenn mancher vielleicht nicht immer geglaubt hat, dass es tatsächlich weitergeht. Aber ja, wir haben das zusammen durchgestanden und jetzt geht's weiter. Folge 16 erscheint am 1. Mai 2023. Und als kleine Abrundung dieses Podcasts habe ich euch etwas mitgebracht. Letztes Mal haben wir zusammen eine Szene gehört aus der 16, in der Gaurus Tech, der Profikiller, vorgestellt wurde. Heute wird es musikalisch. Heute stelle ich euch das Thema vor von Garlan und Vago. Deren Beziehung steht sehr im Zentrum der Piratentrilogie 16, 17, 18. Und umso wichtiger ist auch, dass musikalisch deren Beziehung ein unverwechselbares Thema bekommt und deren Geschichte auch musikalisch begleitet und erzählt wird. Das Musikstück heute stammt aus der 16, aus einer Szene, wo wir in Garlands Vergangenheit mit Vago blicken. Vago war der Ziehvater von Garland, hat ihm alles beigebracht, was er glaubte, was Garland wissen muss, um ein guter Pirat zu werden und vielleicht später Vagos Erbe anzutreten. Doch Garland wollte wissen, woher er wirklich stammt, woher seine Wurzeln kommen. Und da haben sie sich aneinander gerieben, da haben sie sich zerstritten und schließlich auch getrennt. Diese Geschichte, diese wichtige Szene,
dass Galen aufbricht und sich von Vago nicht richtig verabschiedet, sondern Vago kriegt das so in letzter Sekunde mit und dann sprechen sie noch über Funk miteinander. Das passiert da musikalisch und ihr hört da eben auch das Thema der beiden. Das wird immer wieder auftauchen in der 16 und natürlich auch in den folgenden Episoden. Hier hören wir es in einer melancholischen, rückwärtsgewandten Erinnerungsvariante. Leute, es geht weiter. Wir freuen uns sehr. Freut euch mit uns. Bleibt uns gewogen. Hört weiter fleißig Hörspiele. Und lasst es euch so gut gehen wie möglich. Bis bald.